und bettelt dann Fels herum. Dieser Verein kann nicht normal, kann er nicht. Und ein Moinsen zum Stadion-Vlog. Es ist soweit. Es ist soweit. Halbfinale DFB-Pokal. Das erste Mal seit 10 Jahren wieder im Halbfinale. Und auch das erste Mal seit 10 Jahren logischerweise auch dann die Chance auf den Finaleinzug. Die ist zu 100% da auch heute. In der aktuellen Verfassung von Eintracht Frankfurt ist die 100% da. Trotzdem, ich habe schon viel gesprochen zum Spiel. Vorbericht dies, das. Frankfurt ist eine Pokalmannschaft. Wir dürfen heute Abend auch noch nicht mit einem sicheren Gewissen reingehen, dass wir hier weiterkommen, aber ich glaube, es werden die wenigsten tun. Was wir aber sicher sagen können, was ein sicheres Gewissen ist, schon mal für heute Abend, da wird es komplett krachen. Aber hoffentlich nur im positiven Sinne, also in Sachen Stimmung. Ich gehe von irgendwie Choreo-artigem aus bei beiden, vielleicht auch Pyros, ein geiler Anhang von Frankfurt, ein richtig geiler Anhang vom VfB. Stimmung in der Hütte schon lange, lange vor Anpfiff, werden auch schon viele lange vom Anpfiff im Stadion sein, wahrscheinlich wegen den Anreisegeschichten und man soll früh anreisen und wir haben Helene Fischer, wir haben den Vasen, wir haben Handball und wir haben den Pokal, wilder Abend in Bad Cannstatt, hoffentlich ein gutes Ende für uns, ich hoffe sehr, dass die den Geist von 2013 nochmal hochheben können, weil 2013 war ich auch im Halbfinale damals, war unvergesslich gegen Freiburg und natürlich auch noch krasser und das Höchste bisher mit dem VfB für mich, auch das Finale 2013 durfte ich sehen in Berlin. Hoffentlich gibt es eine Wiederholung von beidem, auch in diesem Jahr. Ich bin sehr positiv. Ich habe auch Vorbericht angesprochen, ich habe hier gar keine Anspannung. Ne? Wir haben hier an und für sich nichts zu verlieren. Klar, das Geld ist wichtig, aber noch wichtiger, oder auch das Ansehen dann oder das Gefühl vom Pokalfinale ist natürlich auch wichtig, ist auch ganz klar. Also ich gehe nicht rein und sage, wenn wir verlieren, wäre es okay. Ich sage nur vielleicht so ein bisschen, es wäre für uns okayer als für Frankfurt. Die müssen vielleicht ein bisschen mehr die Saison retten, weil man ja mit einem Pokalsieg direkt qualifiziert wäre für die Europa League. Und für uns, ne, Hauptaugenmerk ist Abstiegskampf, ist Klassenerhalt. Samstag in Berlin wird extrem wichtig. Aber natürlich heute, das wäre ein Wahnsinnsding. Deswegen, ich gehe hier mit kompletter Vorfreude rein. Wirklich null Anspannung oder wenig bis keine Anspannung. 100% Vorfreude auf einen unfassbaren Abend. Geh mal rein.
Elfmeter, nix da jubeln, Elfmeter. Reise ist vorbei im Halbfinale. Das erste Mal in dieser Pokalsaison, dass wir mit dem gleichen Trainer zwei Pokalspiele in Folge bestreiten. Auch das nochmal hier als Randnotiz. Ich habe hier neben mir ein paar Stichpunkte gemacht, einige, wird ein langes Outro wahrscheinlich. Nummer eins ist ganz klar, überwältigende Stimmung. Das war unfassbar. Klar, gab auch ein bisschen ruhigere Phasen, so rund ums 1-2, 1-3 und so Geschichten. Aber vom Beginn an mit der Choreo, auch Frankfurt geil unterwegs gewesen natürlich. Danach im 2-3 auch wieder komplett gepusht. Das war wirklich komplett krass. Das war wirklich überwältigend. Auch das gesamte Bild, finde ich, so am Anfang. Die Sonne, Ausverkauf, diese Sonnenstrahlen, da meine ich, Flutlicht.
Es war einfach wunderschön. Es war auch ästhetisch wunderschön, dieses Spiel. Es war der Mond oben noch, es war krass, es war krass. Ich stand wirklich über weite Strecken des Spiels wirklich einfach nur grinsend da. Wirklich grinsend da und hab angeschaut und dachte mir, ey, wie geil ist es bitte, dass ich hier gerade im Stadion stehen darf. So, das erstmal. Erst hatte, die war ordentlich. Die war sehr, sehr ordentlich, verdiente Führung. Wir hatten jetzt auch nicht die Mega-Chancen, aber wir hatten auf jeden Fall mehr und bessere Chancen als Frankfurt. Da war alles schön. Dachte ich, ey, krass, du führst echt den Pokal. Alles schön hier, geiles Wetter, geile Stimmung. Führst 1-0 zur Halbzeit. Frankfurt ist nicht wirklich da. Wie geil ist das denn? Und dann pennen die einfach. Haben die einfach, keine Ahnung, Schlaf gemacht in der Halbzeitpause. Die kommen aus der Halbzeitpause raus und glaube ich, von der 45. bis zur 51. hat 6 Minuten lang nur Eintracht Frankfurt den Ball und spielt ja Flankentraining. Und dass da irgendwann mal einer reinfliegt, ist auch klar. Da ist leider echt drum gebettelt. Direkt das 2-1 noch drauf. Auch der erste so ein bisschen kleine Predlo-Fehler mal seit längerer Zeit. Hat aber auch im Interview danach so ein bisschen zugegeben, dass er den halten kann. Ja, das ist halt die Phase, wo du halt das Spiel auch angegeben hast und am Ende vielleicht wahrscheinlich auch verloren hast. Dann noch dieser Elfmeter nach Konter ist halt unglücklich, weil dass der Ball dann mal so abspringt und dass der Frankfurt dann frei durchrennt. Passiert auch nicht immer. Also in der Entstehung unglücklich, Elfmeter ist dann unstrittig. Und dann aber trotzdem wieder Riesenlob an diese Mannschaft. Moral, Comeback-Qualitäten, die haben sich nicht aufgegeben, Vollgas gegeben, das 2-3 von Mjosen, abgefälschtes Ding, sowas brauchst du halt mal. Das waren so ein bisschen die Dortmund-Vibes, aber auch abgefälschtes Ding zum 1-2 von Koulibaly da. Diesmal natürlich einen dicken später mit 83. War auch ein bisschen die Hoffnung, weil es natürlich ein bisschen abgeflacht hat, 1-3 und sowas. Die Hoffnung war, ey, macht noch ein schnelles Tor, dann geht's ja ab und dann ging es komplett ab. Dieses Stadion ist abgehoben und wollte diesen Ball ins Tor singen. Es war komplett krass, was da abging. Dann auch schon recht schnell gelb-rot für Sosa, war wohl berechtigt für mich also Stadionssicht. Ging das halt extrem schnell. Ich hatte die erste gar nicht richtig im Kopf, was er da überhaupt gemacht hat, und dann innerhalb von 6 Minuten gelb-rot zu geben. Bei der Linie vom Schiri generell, die war irgendwie auch komisch. Also erste 5 Minuten hat er, glaube ich, 4 gelbe Karten vergeben. Danach wird einiges länger laufen lassen. Also ein bisschen hoch und runter beim Schiri die Führung. Und da muss man auch sagen, ja, rund ums 2-3 und rund ums 1-3, Frankfurt ist halt dann einfach eklig, in einem positiven Sinne für Frankfurt, abgezockt und einfach reifer und ja, einfach eiskalter und erfahrener als wir. Ist ja auch logisch. Pokal 2018 gewonnen, letztes Jahr Europa League gewonnen, die haben Champions League gespielt, die waren auch vom Kader her und so weiter. Favorit hier heute Abend, ist ja ganz klar. Auch tabellarisch immer noch Favorit. Nur die letzte Phase lief halt nicht gut von Frankfurt. Deswegen haben sie sich echt was ausgemalt und war auch heute definitiv was drin. Haben halt wirklich jeden Kontakt als Foul genommen, die taktischen Fouls gezogen. Mal hier wieder länger mit dem Einwurf gebraucht. Das ist es halt. Dann komplett Druck gemacht nochmal. Dann müssen wir leider auch schon zur Handelfmeterszene kommen. Also ganz simpel, ich versuche es so neutral oder so ruhig wie möglich zu machen. Ich habe es auch jetzt nochmal gesehen, also einmal über so Twitter-Aufnahmen vom Fernseher und so Geschichten, aber jetzt auch nochmal, wir haben es aufgenommen, das Spiel gehabt, auch da nochmal quasi in Live-Bild, Wiederholung und während der Schiri da überprüft hat, angeschaut. Als Fußballfan, das will ich mal ganz nach vorne stellen, als Fußballfan will ich diesen Elfmeter nicht. Ich will ihn nicht. Aber es gilt für mittlerweile 95% der Handelfmeter, dass ich diese eigentlich als Fußballfan oder als Fußballer oder wie auch immer nicht haben möchte. Aber, gerade auch angesprochen, bei dieser komplett unklaren und teilweise komplett bescheuerten Handregel kannst du den aber mal zu 100% pfeifen. Also im Sinne von, du kannst ihn zu 100% pfeifen, nicht, das ist ein 100% Elfmeter, ne? Also du kannst ihn pfeifen. So ein Ding von wegen. Kann man mal geben, muss man aber nicht. Da muss man bei uns leider sagen, das ist auch, glaube ich, auch kein Rumgeflende von uns, sondern einfach mittlerweile wahrscheinlich auch echt statistisch bewiesen oder wie auch immer, dann ist halt bei uns immer Zweiteres. Wenn es heißt, kann man geben, muss man nicht, dann ist es bei uns immer, immer, muss man nicht. In Sachen Schiri-Entscheidungen gibt dann halt nicht. Oder dann gibt er den Elfmeter für den Gegner dann doch, obwohl man ihn nicht unbedingt hätte geben müssen und so Geschichten. Wir haben da einfach, auch hier nochmal ganz klar angesprochen, wir haben keine Schiedsrichterlobby. Haben wir nicht. Hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Haben wir einfach nicht. Man muss mal gucken, der Ball kommt mit Pace rein, der kommt mit Tempo rein. Da stehen viele aneinander rum. Hier Serhou Guirassy zieht auch noch so ein bisschen den Arm halt erst noch ein bisschen weg. Und dann kriegt er den halt hier komplett an seinen Arm. Er kriegt ihn komplett an seinen Arm. So, von dem Ding her kannst du ihm pfeifen. Und klar, der kommt mit Tempo, aber wenn man auch mal da guckt, wie der Ball fliegen würde, wenn der Frankfurter, ich weiß gar nicht, wer es war, aber wenn der Frankfurter dann nicht da ist, nicht existiert, der Ball durchfliegt, die Hand von ihm nicht da ist,
Dann fliegt der Ball in den Bereich rein, wo Koulibaly 4, 5 Meter frei vom leeren Tor steht. Also für mich kannst du das Ding zu 100% pfeifen. Ist mal wieder eine absolut klare Geschichte von, wir kriegen sowas halt nicht. VfB, Schiedsrichter, das alte Lied. So, auch hier, ohne auch da tiefer reingehen zu wollen. Ich finde es aber trotzdem einfach ansprechenswürdig. Schlager, der Schiri, kommt aus Südbaden. Und Bart Stübner, der VAR-Schiri, ist der Kollege zum Beispiel auch ein Ahamada. Mittlerweile ja belegt, relativ willkürlich mit Gelb-Rot vom Platz geschickt hat in Hoffenheim. Also sind auch welche am Werk, ja, dem man auch irgendwie ein bisschen was nahelegen kann, aber so tief will ich gar nicht gehen. Am Ende fand ich es auch noch ein bisschen unwürdig von den Frankfurtern. Habe ich auch aufgeregt über die Frankfurter auf dem Platz und teilweise irgendwie einen Spieler verletzt, dann spielen sie trotzdem noch ewig weiter. Und natürlich die Zeit gezogen, jedes Foul gezogen, aber sowas gehört irgendwo dazu. Und auch natürlich auch die Provokation im Stadion, oder dass ich davon genervt bin als Fan im Stadion, gehört auch dazu. Was halt nicht dazu gehört, ist halt dieses Provokante, ich weiß nicht, wie viele es waren, 2, 3, 4 Leute oder sowas von Frankfurt, dieses provokante Getanze und Gehüpfe und Gefeiere direkt vor unserer Kurve und mit der kompletten Intention in unsere Kurve zu jubeln. Das ist halt einfach komplett asozial, komplett provokant, muss nicht sein. Kann mal passieren, dass das so einem jungen Spieler durchgeht. So, keine Ahnung, kann es auch bei uns vorstellen, dass ein Koulibaly mal irgendwie vor einer Kurve dumm rumtanzt, ne? Also ich will es auch nicht überdramatisieren, aber muss halt überhaupt nicht sein. Nochmal eine Rudelbildung gegeben am Ende und sowas. Sowas ist halt überhaupt nicht nötig so. Ja, am Ende halt unglücklich, unglücklich verloren. Ich glaube, ich wäre aber auch noch angepisster oder genervter, wenn das Ding 1-3 ausgegangen wäre wahrscheinlich. Weil dann wäre halt überhaupt keine Spannung drin gewesen, dann wäre es halt irgendwie rausgelaufen aus dem Spiel. So war nochmal richtig Action drin, das 2-3 nochmal, deswegen bin ich durch den Spielverlauf doch eher nochmal happier. Elfmeter immer so ein Ding, aber da ist man mittlerweile irgendwie auch fast ein bisschen abgekühlt. Ne? Ich hatte echt Hoffnung gestanden, aber man ist einfach abgekühlt und denkt sich, gut, dann war es aber wahrscheinlich einer, kriegt man halt nicht. So VAR, Schiedsrichter, wirst du in Deutschland erstmal nicht mehr upgraden können in den nächsten Jahren, vom Gefühl her. Und das Spiel war auch halt komplett ausgeglichen. Frankfurt hat diese Phase nach der Halbzeit, wo wir halt komplett gepennt haben. Weiß gar nicht, woran das lag, aber es vielleicht auch wirklich so ein Dortmund-Gefühl ist, um die Parallele nochmal zu ziehen, so ein Dortmund-Gefühl ist von wegen, wir haben was zu verlieren. Ob es das war, weil du gehst mit der Führung in die Halbzeit. Ich kann es mir nicht erklären, warum es so rausgeht. In der Phase hast du das Spiel verloren. Über das Spiel gesehen, Chancenverhältnis, wahrscheinlich jegliche Statistiken, ist das wahrscheinlich ein komplettes Unentschieden-Spiel, das halt jetzt Frankfurt gezogen hat. Glücklicher, aber eben ja, einfach ein bisschen eiskalter und abgezockter am Ende. Die Frage ist sowieso, wenn wir da weiterkommen oder halt weiterkommen in die Verlängerung im 3-3, dann ist natürlich Momentum da, aber dann zockst du trotzdem mit 10 Mann. Das noch vorm Berlin-Spiel. Weiß ich gar nicht, ob das so gut gewesen wäre, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, dass die da sich komplett K.O. machen vor dem Berlin-Spiel nochmal am Samstag. Auch da die große Angst und große Bange um Anton und Mavropanos. Beide verletzt runter, sah bei beiden nicht gut aus. Mal gucken, hoffentlich dauert es bei beiden nicht lange, aber Berlin könnte schon mal schwierig werden. Mal gucken, was er da macht. Wahrscheinlich dann wahrscheinlich Viererkette spielen, weil du hast ja nur noch Ito und Zagadou. Kannst natürlich auch einen Karasor in eine Dreier-Fünferkette hinten reinstellen, aber. Oder ein Stenzel mal wieder, aber dann würde wahrscheinlich Viererkette spielen. Außer natürlich, da kommt irgendwo Entwarnung, wäre natürlich noch schöner für uns, das ist ja auch ganz klar. Und an Frankfurt auch nochmal, Benny, sehr guter Kollege von mir zum Beispiel, ne? Ich habe nichts gegen Frankfurt, ich mag die eigentlich, Stimmung war auch wieder geil vom Frankfurter Auswärtsblock. So, ist ja klar, dass man im Spiel was gegen die sagt, das ist ja auch ganz logisch, kam auch viel in Richtung von uns zurück. Aber auch ganz klar, ja, ihr kamt weiter, war glücklich, ihr kamt weiter. Jetzt habt ihr aber einen Job. Jetzt habt ihr einen Job. Ihr spielt gegen Red Bull im Finale. Ihr dürft weiterkommen, habt ihr jetzt ja auch getan, aber dann gewinnt gegen Leipzig. Gewinnt gegen Leipzig und rettet, ja, doof sagt Fußball Deutschland. Ganz simpel. Das ist noch so als letzte Message, sag ich mal. Auch vielen Dank wieder an jeden, der hier mich angesprochen hat. War wieder sehr viel, auch verschiedensten Altersklassen mittlerweile. Also echt, echt krass. Freut mich jedes Mal aufs Neue. Ob angesprochen, ob ja kurz oder länger gesprochen, ob Foto gemacht, wie auch immer. Sehr, sehr geile Aktion. So, und falls ihr euch wundert, das war natürlich hier ein Mix ein bisschen aus Kameraaufnahmen und ja, Handyaufnahmen, weil ich irgendwo ein bisschen dachte, yo. Wenn wir in die Verlängerung gehen, wo er die Chance bestanden hat, irgendwann nach dem 1-2 und sowas, hatte ich ja viele Handyaufnahmen drin zum Beispiel, dann hat diese Kamera irgendwann keinen Akku mehr. Deswegen habe ich so ein bisschen Mischmasch gemacht, am Ende natürlich hauptsächlich noch Kamera dann, damit ich halt vielleicht mir ein bisschen Akku gespart hätte für Verlängerungen, eben vor allem für die Zooms nach hinten aufs zweite Tor und dann vielleicht auch ein Elfmeterschießen. Deswegen ist es so ein bisschen Mischmasch aus Kamera und Handyaufnahmen. Ja, mal würde ich sagen. Bin ich durch. Brutal langes Fazit. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem angehört.
Hoffentlich trotzdem auch der Vlog gefallen. Stimmung war ja brachial, war auch ein richtig geiler Abend, so unglücklich gelaufen. Passiert halt, aber wie gesagt, wie auch schon vor dem Spiel gesagt, ohne irgendwie unsere Chancen runterreden zu wollen, es ist für uns eher das Bonusspiel. Wichtiger wird Berlin, das war ein schöner Bonus, war ein schöner Abend. Am Ende unglücklich gelaufen, hättest gewinnen können. Jetzt hast du es halt verloren. 50-50-Spiel, wie vom Spiel angesagt, war es am Ende auch. Sagt gerne eure Meinung in den Kommentaren da lassen, zu allem, was ich so erzählt habe, auch zum Stadionvlog und zu Geschichten. Gerne natürlich auch Like und Abo da lassen. Ganz klare Geschichte auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.